Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 3, der Status Quo, Kapitel 10, Einteilungen der Schöpfung und Vers Nummer 19. Aha, da habt ihr ein bisschen mehr gestern gelesen, oder wie? Jetzt sind wir schon weiter. 19. Okay. Das ist okay. Okay, Vers 19. Das Kapitel heißt Einteilung der Schöpfung, Einteilungen der Schöpfung. Sind wir schon gespannt, wie die Schöpfung eingeteilt wird. Hast du? Saptamo Mukhya Sargastu Shatvidhastastu Shamchaya Vanaspatyoshadhilata Saptamo Mukhya Sargastu Shatvidhastastu Samchaya Saptamo Mukhya Sargastu Shatvidhastastu Samchaya Vanaspatyoshadhilata Saptamaha. Die siebte Mukya, Prinzip, Sargaha, Schöpfung, Tu, ausführend, Shatvidaha. Sechs Arten von Tastusham, von denen, die sich nicht bewegen. Cha, auch. Ja, jene. Vanaspati, Fruchtbäume ohne Blüten. Oshadhi, Bäume und Pflanzen, die bestehen, bis die Frucht reif ist. Lata, Kletterpflanzen. Dvaksharaha, Röhricht. Virudha, Kletterpflanzen ohne Halt. Frage ich mich, wie die das machen. Drumaha, Bäume mit Blüten und Früchten. Übersetzung. Die siebte Schöpfung ist die der unbeweglichen Lebewesen, die von sechs Arten sind. Fruchtbäume ohne Blüten, Bäume und Pflanzen, die bestehen, bis die Frucht reif ist, Kletterpflanzen, Röhricht, Kletterpflanzen, die keinen Halt haben, und Bäume mit Blüten und Früchten. Keine Erläuterung, also lesen wir den nächsten Vers, 20, 21, und dann gibt es eine Erläuterung. Utrotasastamapraya antasparsha Alle unbeweglichen Bäume und Pflanzen streben aufwärts, um zu bestehen. Sie sind fast unbewusst, kennen aber Schmerzempfindungen im Innern. Sie sind in großer Vielfalt vorhanden. Vers 21. Tirasham Ashtamasarga sa stavingshat vidomataha avido bhuri tamaso granagya ridi avedinaha. Die achte Schöpfung ist die der niederen Lebewesen, Lebensformen, und sie sind von verschiedener Vielfalt, insgesamt 28 an der Zahl.
Sie sind alle äußerst dumm und unwissend. Sie erkennen Wünschenswertes durch Geruch, doch sind unfähig, sich an irgendetwas im Innern, im Herzen zu erinnern. Erläuterung. In den Veden werden die Merkmale der niederen Tiere wie folgt beschrieben. Okay, das ist jetzt ganz viel Sanskrit. Das überspringen wir und lesen direkt über Übersetzung. Niedere Tiere haben nur von ihrem Hunger und Durst Kenntnis. Sie besitzen weder erworbenes Wissen noch Einsicht. Ihr Verhalten zeugt von keiner Abhängigkeit von Formalitäten. Überaus unwissend können sie die für sie wünschenswerten Dinge nur durch Geruch erkennen. Und nur durch solche Intelligenz können sie verstehen, was günstig und was ungünstig ist. Ihr Wissen befasst sich nur mit Essen und Schlafen. Ende des Zitats. Deshalb können selbst die wildesten Tiere, wie Tiger, einfach dadurch gezähmt werden, dass man sie regelmäßig füttert und ihnen Möglichkeiten zum Schlafen bietet. Nur Schlangen können durch solche Vorkehrungen nicht gezähmt werden. Oma gyana timirandas ya gyananjana salakaya chakshurun militam nena tasmai shri gurave namaha mukham karoti vachalam pangung langayate girim yat kripata mangvande shri gurun dinataranam shri chaitanya manobistam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svabadantikam chai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadada shri vasadi gaura bhaktavrinda hare krishna 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 hari hari Hare Rama, 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 Hare Hare. So, hier hören wir von der Einteilung der Schöpfung, den Einteilungen sogar. Das heißt, die Schöpfung findet in verschiedenen Ebenen statt. Geschaffen von Brahma. Er ist der Schöpfergott. Und das widerspricht natürlich der gängigen, modernen, ich will nicht sagen wissenschaftlichen Ansicht, weil es nicht wirklich Wissen ist, der modernen Ansicht, wie die Welt entstanden ist und die Artenvielfalt. Man geht von einem ersten Urknall aus, einer sogenannten Singularität, in der sich alles in einem winzig kleinen Punkt befand und dann aufgrund irgendeines Grundes hat sich das erweitert und aus diesem winzig kleinen Punkt, das alles, wo alles drin war, wurde alles entfesselt und der Raum ist entstanden und die Energie kam und so manifestierten sich im weiteren Verlauf die Planeten und so weiter. So der erste Urknall sozusagen. Big Bang, sagt man. The Big Bang. Der große Knall. Und dann ist auch interessant, okay, das ist mal die erste Frage. Wie kann das überhaupt passiert sein? Wie kann man das überhaupt verstehen? Wie kann das überhaupt erklärt werden? Dass alles sich an einem winzig kleinen Punkt befindet, sogar der Raum. Aber was ist um den Punkt herum? Kein Raum dann, oder? Jedenfalls sind das alles Annahmen, Theorien. Aber dann die nächste Frage, okay, dann habe ich vielleicht einen Raum, aber wie entstehen die Elemente? Ja, wie entstehen die verschiedenen Elemente? Weil die Periodentabelle ist ja sehr ausgeklügelt, und dafür gibt es verschiedenste Elemente, sehr, sehr, sehr viele. Wie haben sich die auf einmal entwickelt in evolutionären Schritten, oder wie hat das funktioniert? Und dann die nächste Frage, wo kommen überhaupt die Gesetze her? Die Gesetzmäßigkeiten, wie die Atome funktionieren, die Kräfte in den Atomen, dass die Materie stabil bleibt, wo kommt die Gravitation her und die verschiedensten Kräfte, die wirken, die so genau wirken, dass überhaupt dieses Universum möglich ist. Wo kommen die auf einmal her? Und dann in nächster Folge, wie sind dann die Planeten entstanden? Und in nächster Folge, und das ist noch mindestens so kompliziert wie die Fragen, die ich gerade gestellt habe, wie ist überhaupt Leben entstanden? Wie konnte Leben überhaupt entstehen? Aus so einem zufälligen Prozess. Leben ist äußerst komplex und sehr definiert, ganz genau abgestimmt. Und dann angenommen, Leben hätte sich irgendwie entwickelt. Wie hat sich aus simplem Leben, wie sie halt beschreiben, aus Einzellern oder was auch immer, dann auf einmal mehrzelliges Leben entwickelt, komplexes Leben. Und angenommen, ich habe dann halt eine gewisse Artenvielfalt, wo kommt auf einmal sozusagen der anthropologische Big Bang her? Wie konnten aus den simplen Lebewesen, wie wir hier hören, die nicht sehr intelligent sind, auf einmal ein menschliches Wesen, also ein psychologischer Big Bang eigentlich, wo kommt dann auf einmal die Psyche her, die Selbstreflexion, das menschliche Dasein, wie ist das erklärt? Und damit auch eingehend zum Beispiel, wo kommt Sprache her? Ja, in wissenschaftlichen Kreisen spricht man schon davon, wie ist Sprache entstanden und niemand weiß es. Und es gibt viele Erklärungen, aber letztendlich sind das alles Spekulationen.
Ja, Sprache ist so eine komplexe Sache. Wo kommt das Denken her? Wo kommt all das her, wenn das alles zufällig entstanden wäre? Angenommen, das wären Wissenschaftler, dann müssten die das auch alles genau erklären können, weil Wissenschaft heißt das, was Wissen schafft. Und dann müsste man ganz genaues Wissen haben, müsste man all diese Fragen ganz genau und wissenschaftlich, experimentell reproduzierbar beantworten können. Aber kann man nicht, denn alles Theorien. Und dennoch stellen sich als große Wissenschaftler dar. Ja. Und das nennt sich Betrug. Betrug heißt, ich präsentiere mich oder präsentiere etwas, als was es gar nicht ist. Das ist klassischer Betrug. Wir haben zum Beispiel gerade eine Hebebühne gekauft und da steht riesengroß drauf 4,5 oder 4,2 Tonnen. Und dann haben wir unseren Sankt-Gitan-Van da reingefahren, vollgeladen mit Büchern, hat ungefähr 3,7 Tonnen gehabt und konnte nicht hochheben. So. Das ist Betrug. Du kannst nicht sagen, hey, meine Hebebühne, die hebt 4,2 Tonnen und dann hebt sie nicht mal 3,7 Tonnen. Und dann verkaufe ich das noch. Dann muss ich dran schreiben, 3,5 oder was. Das nennt sich Betrug. So in selber Weise, wenn verschiedene Personen sich ausgeben als sehr gelehrt und Wissen haben und dann die Bevölkerung lehren wollen mit einfach nur wilden Spekulationen, die noch dazu eine sehr schreckliche Schlussfolgerung haben, denn solche atheistischen und zufälligen Erklärungsmodelle für unser Universum münden auch in moralischer Gleichgültigkeit. Weil wenn es keinen Standard gibt für gut und schlecht, wenn alles nur Atome sind, dann gibt es keine Moral. Dann sind das einfach nur Wunschvorstellungen des Menschen. Das sind dann nur Interpretationen, wie man die Welt, das Leben interpretiert. Aber es muss nicht sein. Das ist vielleicht sozialer Konsens, aber dennoch kann auch ganz anders sein. So, wenn es keine Moral gibt, wenn sie relativ ist, kann man auf sie verzichten in manchen Situationen. Und das könnte zu schrecklichen sozialen Umständen führen, wie man schon oft genug gesehen hat, wenn sich die Moralvorstellungen auf einmal verschieben. Ja? Wie in verschiedenen Diktaturen oder was auch immer. Oder in anderen kleinen sozialen Kreisen. Wenn es da andere Moralvorstellungen gibt, dann sind verschiedene schreckliche Dinge auf einmal okay, legitim. Aber wenn man versteht, es gibt einen Standard für gut und schlecht, und das ist Krishna, das ist Gott, dann wird sich auch jeder dran halten. Dann gibt es eben Moral an sich und dann gibt es auch Konsequenzen für das Übertreten von Moral. Eine kosmische Gerechtigkeit. Jedenfalls sollte ein Wissenschaftler diese Dinge auch beantworten können und wir sehen, sie können es nicht. Und genau im Gegenteil, je mehr geforscht wird, desto mehr Fragen kommen auf. Es ist nicht so, dass je mehr geforscht wird und Wissen errungen wird, dass desto mehr werden die Fragen beantwortet und wir wissen nun, ist alles klar. Genau im Gegenteil. Je mehr sie forschen und interessanterweise, egal in welchem Feld, ob das in der Physik ist, in der Chemie ist, ob das in der Psychologie oder was auch immer, es kommt mehr und mehr Fragen werden aufgeworfen und es wird auch immer komplexer, immer mysteriöser. Die gesamte Realität wird immer mysteriöser, immer unverständlicher. Und als Vaishnavas, warum ist das so? Weil Krishna Achintya ist. Achintya heißt unverständlich. Gott ist vollkommen unverständlich und vereint Widersprüche. Ja, weil diese Logik existiert nur auf der materiellen Ebene, der dualen Ebene. Aber auf der antidualen Ebene, auf der spirituellen Ebene, können Widersprüche, die hier nicht vereint werden können, auch vereint werden. Und das Paradox ist nur in Gott möglich, nur in Krishna möglich. So, Krishna ist Achintya. Unverständlich, weil er in ganz anderen Kategorien funktioniert, als in denen wir denken können. Und gleichzeitig ist alles, was von ihm ausgeht, von selber Natur und Qualität. So ist diese Welt auch Achintya. Diese Welt ist auch Achintya und kann nur oberflächlich verstanden werden. Ja, ist ja klar, wie es funktioniert, aber wenn man dann ins Detail geht und sozusagen versucht, Krishna auf die Schliche zu kommen, wie macht er das alles, dann irgendwann können wir nicht mehr weiterdenken. Weil seine Wirkungsweise, seine Denkweise, die sich hier manifestiert als dieses Universum, ist weit über unserem Verständnisvermögen. Und deshalb sollte ein wirklicher Wissenschaftler, okay, er kann forschen, aber dann sollte er Krishna den, wie sagt man, Nutzen geben oder ihm diese Herrlichkeit zusprechen und sagen, faszinierend, wie das Krishna alles gemacht hat. Äußerst faszinierend.
dann ist Wissenschaft okay und legitim. Aber wenn der Wissenschaftler versucht, ein Frankenstein zu sein und selbst Leben schaffen zu wollen, dann kommt natürlich das Monster dabei raus. Und letztendlich zerstört er sich selbst. Nicht sich selbst, sondern sogar alle anderen mit dazu. Und das ist noch betrügerischer, noch gefährlicher. Wir sehen das heutzutage. Es gibt die moralischen, die ethischen Grenzen werden durchbrochen von der Wissenschaft und es führt oft zu Chaos. Wie man das in der Medizin sieht, wenn man dann über diese Stammzellenforschung spricht und dann will man vielleicht Klone machen und dann will man vielleicht auch die Computerwissenschaften verbinden mit dem Menschen, dann will man vielleicht Cyborgs machen oder Roboter, Artificial Intelligence, man will die Intelligenz des Menschen duplizieren und da kommt man in Teufelsküche, sagt man da. Ne? Und dann die Genetik natürlich, wenn genetische Experimente machen will, weiß man auch, dass das nicht gut ist. Ja, wenn man die Atome manipulieren will, weiß man auch, dass es gefährlich ist. So in jeder Hinsicht kann die Wissenschaft sozusagen hat eine Schattenseite. Wissenschaft an sich ist nicht schlecht, wenn sie dem Menschen dient und auch hilft, unser Gottesbewusstsein zu erwecken. Wenn wir verschiedene materielle Umstände schaffen, die uns die Lebensnotwendigkeiten sichern, dann können wir die Zeit nutzen, um zu meditieren, um die Schriften zu studieren, um Hare Krishna zu chanten, um Kirtan zu machen. Dafür ist Wissenschaft gut und ist sie da, wenn sie dem Menschen dient. Aber wenn die Wissenschaft den Menschen dann zerstört, das ist die Schattenseite der Wissenschaft, und dem Menschen glauben lässt, ich kann herrschen wie Gott, ich kann manipulieren, ich kann Leben schaffen und all das, dann führt die Wissenschaft zur Selbstzerstörung. Dass der Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Und dann tickt die Uhr. Und dann wird es bitter enden. Und das sieht man. Das sieht man. Mehr und mehr. So, das ist die Schattenseite der Wissenschaft. Was sagen die vedischen Schriften zu diesem Thema Schöpfung? Ganz klar, erstens einmal, vedische Schriften sind Aparushea. Deshalb akzeptieren wir sie auch als absolut. Aparushea heißt nicht von Menschen gemacht. Das heißt, die vedischen Schriften haben einen höheren Ursprung, sind Informationen, die aus einer Realität stammen, die über durch unsere Bedingungen, oder wie sagt man, wir sind ja bedingt durch unsere Fehler und durch die Neigung zu betrügen, die Sinne sind nicht vollkommen, wir begehen Fehler und unsere, was noch? Und wir sind die Illusion. Und aus diesem Grund ist es sehr schwer für uns, tatsächliches Wissen zu schaffen, gerade über sehr hohe Themen. Aber die vedischen Schriften werden von Personen offenbart, primär von Vyasadev, auf dessen Sitz ich auch sitze. Das heißt, das ist der Vyasasan, der Sitz von Vyas. Und er ist der Adiguru. Viele werden als Adiguru bezeichnet, aber er auch. Darum sagt man auch Vyasa Puja. Ja, heute feiern wir Vyasa Puja. Da wird Vyasadev verehrt, beziehungsweise sein Repräsentant, der Spiritual Meister. Der Spiritual Meister soll ein Repräsentant sein von Vyasadev und soll nur das sagen, was Vyasadev sagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer sich in Parampara, in Schülernachfolge befindet, soll die Informationen, die offenbart werden, verstehen und wiederholen und soll nicht spekulieren und sich nicht heraussetzen, dass Ansehen der Zuhörerschaft bekommen und dann seine eigenen Spekulationen zum Besten bieten. Das ist auch Betrug. Und deshalb soll ein gewisser Teil der Audienz auch sehr geschult sein im vedischen Wissen, um die Betrüger zu entlarven und sie von dem Vyasasan herunterzuholen, im schlimmsten Fall. Falls sie nicht das sagen, was Vyasadev sagt. Ja, ich kann ja nicht sagen, oh, ich bin Teil einer Gruppierung, Gesellschaft, Verein und ich im Namen dieser sehr ehrwürdigen Versammlung sage ich dann was ganz anderes oder meine eigenen Dinge. Deshalb sagt auch Srila Prabhupada, das ist Betrug, wenn man die vedischen Schriften, wenn man sie auf seine eigene Art und Weise interpretiert. Oder ich nutze zum Beispiel die Bhagavad Gita, das Ansehen der Bhagavad Gita und sage dann meine eigene Philosophie. Das ist Betrug im Namen Gottes wurde schon so viel Schlimmes gemacht. So sind diese vedischen Informationen von Personen offenbart, wie gesagt, primär Vyasadev, die nicht unter dem Einflussbereich der materiellen Natur stehen. Und deshalb können sie Wissen geben, wie es ist.
Und das Srimad Bhagavatam im Besonderen ist so ein Text. Und hier hören wir von den verschiedenen Einteilungen der Schöpfung, wie die Schöpfung wirklich stattgefunden hat. Und heute haben wir gehört von Pflanzen. Wie die Pflanzen, dass die Pflanzen, die als erstes der siebte Schöpfungsvorgang oder der siebte devolutionäre Schritt ist, könnte man sagen. Ja, wir sprechen von Devolution, das heißt, aus dem Komplexen manifestieren sich die weniger komplexen Lebewesen. Und der siebte, hier heißt die siebte Schöpfung, Saptama Mukhya Sargas. Saptama heißt sieben, Sargas Schöpfung, Mukhya Prinzip. So, das siebte Prinzip oder was im siebten Schritt passiert ist, sind die unbeweglichen Lebewesen, die sind entstanden. Und eben nicht entstanden, sondern die wurden entstanden, weil Personen, höherdimensionale Personen, schaffen diese Lebewesen. Und wie die das genau machen, ist schwer zu sagen, kann man nicht wissen. Aber man kann ein bisschen herausfinden, wie faszinierend oder intelligent diese Wesen sind, die Devas, die Götter, angeführt von Brahma. Und das erkennt unsere Wissenschaft durch die zum Beispiel Forschung in der Genetik, also nicht, dass man die Gene manipulieren soll, aber wenn man da reinschaut und sieht, wie die funktionieren, wie die Zellen funktionieren und dann die DNA, in der ja die Gene drin sind. Gene sind ja eigentlich einfach nur eine Ansammlung von diesen Verbindungen, Gs und Ts und Ja, das ist DNA, aber ich meine, die Gene, das sind, du hast ja die Buchstaben, die Gs und die Ts und die As und die Cs sind zusammen, soweit ich weiß, oder? Ich weiß nicht, das gibt es halt vier, ne? Adenin, Cynin, Guanin und noch eins, ne? Thymin. So diese vier, und es sind immer nur zwei besondere zusammen. Und eine gewisse, das ist wie ein binärer Code, könnte man sagen, ne? 0 und 1. Und eine gewisse Abfolge dieses binären Codes ist dann ein Gen, das heißt, die eine gewisse Information über eine gewisse Funktion für den Körper liefern. Das ist was Gen, also ein gewisser Abschnitt in der DNA selbst. Das sind eigentlich die Gene, also eine Ansammlung der Informationen der einzelnen Buchstaben. Und wenn man da hineinsieht, dann sieht man, kann man schon sehen, dass da ein interessanter Ursprung dahinter sein muss und wie man das einfach nur aufgrund von unkontrollierten physikalischen Prozessen erklären wollen würde, dann wäre das sehr kompliziert und kann eigentlich gar nicht sein. Zufall, wie sagt man, wahrscheinlichkeitsrechnungstheoretisch sehr schwer zu erklären. Und da kann man schon sehen, wie faszinierend, intelligent und magisch diese Devas eigentlich agieren, indem sie so etwas Faszinierendes schaffen, wie diese Wirkungsweise oder wie sich Lebewesen entwickeln können, fortpflanzen können, all das, wie sich die DNA, wie die Gene eben funktionieren. So hören wir davon, dass sie eben diese Pflanzen schaffen. Und das habe ich mir vor kurzem auch gedacht. Wenn es heißt, alles entsteht, also jetzt nochmal zurück zum Material Science Bashing, alles entsteht durch die kleinsten Einzeller und was auch immer. Und da kommen dann die Lebewesen her und das heißt ja dann, man weiß ja nicht mal, was das Erste war, aber der Mensch kommt halt vom Affen und was auch immer. Und man geht da weiter zurück, ich weiß nicht, von was wir dann kommen, vom Fisch letztendlich. Ah, wo kommen die Pflanzen her? Kommen die auch vom Fisch? Oder haben die einen anderen Schritt? Was ist der Adi-Baum? Was ist der ursprüngliche Baum, die ursprüngliche Pflanze? Das sind ja ganz andere Arten von Lebewesen. Und nicht nur, dass dann hätte man zwei evolutionäre Entwicklungen, weil sie sprechen ja immer von einem Lebewesen, aus dem alles entstanden ist. Das nennt sich der Common Descent. Ne? Common Descent, das heißt, von einem Lebewesen kommt der ganze Baum der verschiedenen Lebewesen. Und die haben sich an einem gewissen Punkt alle abgespalten und was auch immer. So kommt von diesem, was ist denn das ursprüngliche Lebewesen, wenn du ja nicht nur Tiere hast sozusagen, oder Insekten auch, sondern du hast ja auch Pflanzen. Die funktionieren ja ganz anders. Hat man dann zwei evolutionäre Entwicklungen nebeneinander? Und was noch faszinierender Sache ist, dass die zwei sich gegenseitig bedingen oder benötigen, brauchen sogar, harmonieren miteinander. Die Pflanzen atmen das aus, was wir einatmen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich weiß nicht, ob wir überleben könnten ohne Pflanzen auf dem Planeten. Wenn man alles abholzt. Man sagt immer, Regenwald ist die Lunge der Welt. Den brauchen wir, um O2 zu produzieren.
Soweit ich das gehört habe, weiß nicht, wo sonst das O2 herkommt. Naja, was auch immer, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich will nicht in Details gehen. Ich will ja nicht meinen Kompetenzbereich verlassen. Mein Kompetenzbereich sind eigentlich die vedischen Schriften. Aber bis zu einem gewissen Grad können wir doch mitreden und die Widersprüchlichkeiten aufdecken, um einfach zu zeigen, hey Leute, es gibt andere Antworten, die definitiv interessanter, relevanter und deren Schlussfolgerungen positiver sind. Weil wenn es so ist, dass es einen höchsten Ursprung gibt, wenn es so ist, dass es Krishna gibt, dann ändert sich alles. Das führt zu einem Paradigmenwechsel. Dann hat man auf einmal einen wirklichen Sinn im Leben. Dann gibt es wirklich so etwas wie Liebe und Beziehung und erstrebenswerte Tugenden, die existieren. Dann ist es das menschliche Gut, gut zu sein und glücklich zu sein. Dann ist Glück nicht nur ein Schießen der, weiß nicht, Synapsen oder so, ich weiß nicht, was da schießt, was man da immer sagt. Ja. Dann ist das nicht nur, sind das nicht nur Hormone. Und dann existiert auch das Selbst, das Ich, die Seele, wirklich. Dann existieren wir wirklich und sind nicht nur eine Illusion, weil wir ja nur Atome sind eigentlich, aus denen zufälligerweise Bewusstsein entstanden ist. Dann sind wir nicht Bioroboter. Weil wenn es so wäre, wenn es keine Seele, keine Substanz des Selbst gibt, dann sind wir nur Bioroboter. Und dann ist auch egal, ob wir eingeschalten oder ausgeschalten sind. Wie Prabhupada im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita sagt, wer beklagt schon den Verlust von Chemikalien? Ups, naja, ist mir die Dose umgefallen, müssen wir es ausgeräumt, wische ich halt weg. Wenn wir nur Chemikalien sind, warum soll man das beklagen? Oh, er ist tot, er ist von uns gegangen, was auch immer. Wenn wir nur Chemie sind, ist der natürliche Zustand der Chemie die Unmanifestation. Das heißt, wir haben vorher nicht existiert. Diese Chemie, die uns jetzt ausmacht, nur die Atome, die waren ja vorher zerstreut, sind jetzt zusammengefügt in diesem Wesen und sind nachher wieder zerstreut. Dann ist der Idealzustand dieser Atome nicht diese Zusammenfügung. So, warum hat man so ein Riesenproblem damit, tot zu sein? Sollte man eigentlich kein Problem mit haben. Sollte man sogar sagen, dass der Idealzustand ist doch total schrecklich, jetzt als diese Atome zusammengefügt zu sein und zufälligerweise ist Bewusstsein entstanden und jetzt kann ich auch sehr leiden. So viel Leid in dieser Welt. Klar, ich habe auch Glück, aber dennoch, wenn ich sage, ich existiere gar nicht, ist doch so viel besser. Dann bin ich ja einfach ausgelöscht, dann ist ja gar nichts da. Ja? Dann ist doch der nicht seiende Zustand der Idealzustand. Oder? Könnte man so sagen. So, aber wenn man versteht, nein, wir existieren wirklich, nicht physisch, antiphysisch, spirituell, dann wird das Leben bekommen einen ganz anderen Dreh, eine ganz andere Sicht, hat man eine ganz andere Sicht und auch ein anderes Ziel im Leben. Weil dann ist es nicht mehr nur die Sinnenbefriedigung. Wenn man die spirituelle Entität aus dem Bild rausnimmt, was bleibt? Rein nur Sinnenbefriedigung. Das ist dann der Sinn im Leben. Tierische Lebensweise. Ahara, Nidra, Baya, Maitunam, Cha. Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung. Das ist der Sinn des Lebens. Aber wenn die spirituelle Komponente ins Bild kommt, dann ist Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung nicht mehr der Sinn des Lebens, sondern der Sinn des Überlebens. Das ist seine Berechtigung. Das heißt, wir müssen essen, schlafen und all das, ja, um zu überleben. Aber der Sinn des Lebens, wenn wir dann überlebt haben, wenn der Körper gestärkt ist, der Sinn des Lebens ist ein anderer, als dann noch weiter in die Sinnenbefriedigung reinzugehen und einfach sich nur Dinge reinzustopfen, so viel Sex zu haben wie nur möglich, so viel Drogen zu nehmen wie nur möglich, die legal natürlich, und so viel, Filme zu sehen wie möglich und so viel Geld zu machen wie nur möglich. Nein, wenn man versteht, der Sinn des Überlebens ist, dass mein Körper gestärkt ist, dass ich eine sichere Lebenssituation habe, um dann spirituell zu leben, um dann das zu erforschen, das zu erleben, was wirklich relevant ist. Und das ist die richtige Sicht, die richtige Lebensweise. Und das ist eine Lebenswerte, oder nur das ist eine Lebensweise, die dem Menschen würdig ist. Ja, eine materielle Lebensweise ist einem Menschen nicht würdig, wenn er sich reduziert auf das Physische und auf die Atome. Das wird dann sehr grausam und sehr, sehr abgestumpft auch.
Aber wenn der Mensch ein höheres Bewusstsein hat und dieses höhere Bewusstsein dann verwendet, um sich zu verbinden mit dem höchsten Bewusstsein, mit Krishna, zum Krishna-Bewusstsein kommt und die höchste Erhabenheit erfahren kann und eine Beziehung mit dieser höchsten Erhabenheit, der höchsten Person Krishna, aufbauen kann, das ist eine dem Menschen würdige Lebensweise. Und nur so ein höchstes Ziel ist das würdige Ziel des menschlichen Daseins. Dann wird das menschliche Leben zu einem Abenteuer, wird das menschliche Leben zu einer wunderbaren Mission und nicht zu einer menschlichen Tragödie. Das meiste ist eine menschliche Tragödie, wenn man kein spirituelles Bewusstsein hat. Es endet immer in der Tragödie. Warum? Weil man stirbt. Und in was für eine Situation? Nicht in den besten meistens. Frustriert ist. Man sagt, oh, ich habe doch ein glückliches Leben gehabt und jetzt schlafe ich friedlich ein. Ja, das sagen manche, ja, aber nur, wenn man nicht den Vergleich hat. Solange ich nicht die Pizza kenne, schmeckt das Butterbrot wunderbar. Wenn ich mein ganzes Leben nur Butterbrot esse, ist okay, super. Aber dann kommt die Pizza und dann kostet man einmal davon und sagt, oh, das schmeckt besser. Mag vielleicht nicht gesünder sein, aber im Krishna-Bewusstsein ist das, was gut schmeckt, sogar gesund. Ja? Speziell, wenn es mit Ghee gekocht ist. Meistens frittieren wir alles im Sonnenblumenöl. Nicht zu empfehlen. Wir sollen in Ghee frittieren. Habe ich gestern noch gelesen, die Halbgötter, die Devas, essen nur, was in Ghee gekocht ist. So, wenn wir Menschen sind, die ein Leben führen mit dem Fokus auf den Ursprung und zwischen dem höchsten Ursprung Krishna sind nämlich die Halbgötter, weil der Mensch stammt ja von den Göttern, dann sollten wir alles essen, was in Ghee gekocht ist und nicht von den Unterplanetensystemen in Rapsöl. Rapsöl ist nicht zu empfehlen. Ghee ist zu empfehlen. Und dann sage ich, oh nein, ist so teuer, kann sich der Tempel nicht leisten. Tempel kann sich leisten. Krishna ist sehr reich. Und Krishna will, dass seine Devotees glücklich sind und gesund sind. Und Prabhupada auch hat immer gesagt, I hope this meets you in good health. Prabhupada hat sehr oft gesagt, I hope, ein Brief hat es so beendet. Ich hoffe, dass diese Nachricht erreicht dich bei bester Gesundheit, in guter Gesundheit. So Ghee ist sehr zu empfehlen. Ja. So, das ist die Situation. Die vedischen Schriften geben uns faszinierende Informationen über materielles und spirituelles Leben, beides ist da, aber das Höchste ist eben das spirituelle Leben und vom spirituellen Leben das Höchste ist das Krishna-Bewusstsein, weil die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, ist das Summum Bonum, wie Prabhupada sagt, das heißt die absolute Wahrheit, könnte man auch sagen. Der Unterschied besteht ist ein Unterschied zwischen Gott und absoluter Wahrheit. Gott ist mehr der materiellen Welt zugewandte Aspekt, der Schöpfer, der Kontrollierende. Aber die absolute Wahrheit besitzt mehr Aspekte als nur des Schöpfers. Und das ist Krishna. Krishna ist das Behältnis aller Freude. Er ist Akila Rasamrita Murti. Das heißt, die Form, der alle Geschmäcker und Beziehungen verkörpert, Satchidananda, mit einem ewigen, glückseligen und spirituellen Körper. Das heißt, man kann Krishna nicht nur eine göttliche Beziehung zu Krishna haben, das heißt, ich bin das Geschöpf und du bist mein Schöpfer, du bist der höchste Gott und ich bete dich an, das ist auch okay, aber man kann mit Krishna auch eine höchst intime, persönliche, vertrauliche Beziehung haben, als Freund, als bester Freund. Und in der Beziehung als Freund rückt dieser autoritäre Aspekt in den Hintergrund. Mein bester Freund ist der Bürgermeister von Köln. Wie heißt der eigentlich? Sagt nicht, ihr wisst nicht, wie der Bürgermeister. Okay, wir sind nicht aus Köln, dass jetzt, falls das jemand sieht und sich denkt, was, ihr seid in Köln und wisst nicht, wie der Bürgermeister heißt. Wir kommen nicht aus Köln, wir sind nur zu Gast. Okay. Jedenfalls, angenommen, mein bester Freund ist der Bürgermeister von Köln, dann sehe ich ihn nicht als den Bürgermeister von Köln, sondern als meinen besten Freund. Ja, ist doch ganz klar. Ich weiß, der ist auch der Bürgermeister, aber das ist weniger relevant. Was dominanter ist in unserer Beziehung, ist die Freundschaft. Und so ist es auch mit Krishna. Und deshalb ist das Krishna-Bewusstsein und die Philosophie des Krishna-Bewusstseins der Veden, der Gaudiya Vaishnavas, so speziell, weil es einen Gott präsentiert oder eine absolute Wahrheit, eine höchste Realität, mit dem wir eine höchst vertrauliche und in der Hinsicht
vollkommen zufriedenstellende Beziehung führen können. In dieser spirituellen, liebevollen Beziehung als Freund oder auch Geliebter. Oder man kann Krishna sogar als Sohn sehen und ihn auf diese Weise lieben. Es gibt keine Begrenzungen. Das heißt Akila Rasamrita Multi. Das Behältnis, die Form von den perfektesten Beziehungen und Wohlgeschmäckern. Das ist Krishna. Und damit möchte ich schließen mit diesem Punkt. Also wir haben kurz über die Widersprüche oder wir haben Fragen gestellt, wie die materielle oder modernen Ansichten zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommen, wie das Universum entstanden sein könnte. Und da habe ich einfach ein paar Fragen aufgeworfen. Und dann die vedische oder die Sichtweise des Bhagavatams präsentiert, dass wir eben von einer Devolution sprechen und nicht von einer Evolution. Die Evolution ist sehr unwahrscheinlich. Und zum Schluss noch über den höchsten Ursprung und das Wesen von Krishna selbst. Okay, danke. Gibt es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Wenn nicht, dann kann man auch fragen, weil manche fragen sich, warum wir das aufnehmen, weil ich habe seit gestern ein Blog mit Video, aber primär eigentlich Audio. Und dann kann man auch kommentieren. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat, jetzt nach diesem Vortrag, kann man auch Fragen stellen, dann kann ich die auch beantworten. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Okay. Ja, du hast eine Frage. Über die Evolution gesprochen, dass mehrdimensionale Wesen sozusagen auf einer feineren Ebene arbeiten. Jetzt gibt es ja diese Geschichte, dass eben bei den ursprünglichen Weisen, die von Brahma geschaffen wurden, ich weiß nicht genau, welche Frau das jetzt ist, dass die Pflanzen geschaffen haben. Ja, ne? Richtig. Kannst du das mal erklären, wie jetzt praktisch aus einem Mensch, oder wie das jetzt sich vorzustellen ist, dass feinstoffliche oder wie auch immer Wesen bestimmte andere Lebensformen schaffen? Wie ist das? Also erstens, die Veden gehen da jetzt nicht im Detail ein, aber das wird erklärt im, ich glaube, im 4. oder im 6. Kanto. Und wir sprechen da von Prajapatis. Prajapatis sind höhere Wesen, Yogis, mystische Lebewesen, die können ihre Formen wandeln, heißt es. Und sie wandeln ihre Form und erzeugen dann mit ihren Partnerin, dann die Lebewesen aus dieser Form. Das heißt, der Yogi oder dieses Wesen, kann man sagen, ist ja kein Yogi, eigentlich dieses Wesen, der verwandelt sich sozusagen. Und die Frau auch. Und sie schaffen dann in dieser Form Nachkommen, aus denen diese Körper dann entstehen. Und die setzen dann die Bevölkerung fort. Das wird erklärt. Das wird auf jeden Fall gesagt. Und die heißen Prajapatis. Praja heißt Nachkommenschaft und Pati heißt sowas wie Herr oder Vater. Und es gibt dann da müsste ich das nochmal nachschauen, wo das ist, aber diese Genealogie der verschiedenen Lebewesen wird erklärt und das kommt von, soweit ich mich erinnern kann, entweder Daksha oder Kardama Muni, die hatten viele Töchter. Und die haben dann die Töchter eben an Weise gegeben und mit denen haben die verschiedensten Arten von Lebewesen geschaffen. Diese Lebewesen nicht unbedingt in der grobstofflichen Realität existiert haben. Also Kardama Muni, sind das denn jetzt Lebewesen, die praktisch aus einer feinstofflichen Realität? Ja, sicherlich. Arbeiten? Man kann das ja sehen. Die Frau von Kardama Muni ist Devahuti. Und Devahuti ist die Tochter von Svayambhuvamanu. Und Svayambhuvamanu ist der Sohn von Brahma. Und wenn man mal das bedenkt, Brahmas Körper ist aus Intelligenz. Das heißt, es gibt 8 Elemente. Bhumera Puna Lovayu Kang Manu Buddhir Evacha Ahankara Mityangme Pina Prakriti Ashtada. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und Ego. Und das heißt, Brahmas Körper besteht aus Intelligenz. Das heißt, er hat keinen physischen Körper. Der hat nicht einmal einen Geistkörper. Sein Körper ist auf der, man könnte sagen, fast höchsten materiellen Ebene oder feinstofflichsten Energie. Und er schafft Svayambhuvamanu aus seinem Geist. Svayambhuva heißt eben selbst geschaffen eigentlich, heißt das. Ne? Das heißt, da war keine Kopulation notwendig, keine Besamung oder sowas, ja? Keine Zellen, die sich da aus dem Geist hatten. Svayambhuva. Manu. Und Manu heißt
der ursprüngliche Mensch. Das Wort Mensch oder Mann oder Man kommt von dem Wort Manu, aus der Sanskrit-Sprache. Das ist der Ursprung des Wortes Mensch. So Manu ist der nicht nur jetzt in linguistische Vorvater des Menschen, sondern auch der physische Vorvater des Menschen. So, und er wurde direkt von diesem höchst faszinierenden Wesen, Brahma, geschaffen, dem ursprünglichen Schöpfergott. Und es war ein Buber Manu und hatte eine Frau, Shatarupa, soweit ich weiß. Und er hat 5 Kinder gezeugt. 2 Söhne und 3 Töchter. Und eine der Töchter ist eben Devahuti und er gab sie an Kardamamuni. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eben Kardamamuni oder Daksha war, aber jedenfalls kann man sehen, wo der Mensch an sich herkommt. Das ist schon mal klar, der Mensch kommt eben von höheren Wesen, ganz, ganz klar aus den vedischen Schriften. Und dann die anderen Lebewesen wurden in ähnlicher Weise dann auch geschaffen. Also da gibt es schon ein paar detaillierte, ich würde mal sagen, historisch gibt es Informationen, wie das war, aber wie das technisch genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht, wie das zusammengebaut wurde oder die DNA geschaffen wurde, wo die DNA in das Spiel kommt. Weil Brahmas Körper ist aus Intelligenz gemacht, der hat ja keine DNA. Die DNA besteht ja aus Atomen. Ja, die das wissen natürlich, ja, das ist was anderes, aber es ist ein Körper. Aber wo dann die DNA sich manifestiert, wann die kommt, die Urinformat. Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Wir sprechen ja immer von der Komplexität dieser Abläufe in den Zellen. Und es ist höchst erstaunlich, wie das sein kann. Ich kann nur jedem empfehlen, sich da ein bisschen zu informieren. Die meisten von euch wissen das. So, man steht da vor einem Rätsel. Wie kann das sein, diese ganzen Abläufe und wie die DNA dupliziert wird und wie dann die Aminosäuren in Ketten geformt werden, also aus diesen Ketten der Aminosäuren geformt zu Proteinen und die dann transportiert werden an die Stellen, wo man es braucht. Das ist höchst, höchst erstaunlich. Aber was noch erstaunlicher ist, wo kommt die Information her? Weil die DNA, also das ist schon mal interessant, wie die DNA funktioniert. Aber die DNA ist ja ein Speichern an Informationen. Aber wo kommt die Information in der DNA her? Wer hat das da reingeschrieben? Man weiß, das ist ein Code, das ist wie ein binärer Code. Und wie ein Computer mit einem binären Code funktioniert, hat ja jemand programmiert, hat jemand reingeschrieben. So, wenn man den Computer betrachtet, sagt, Wahnsinn, wie das funktioniert. Ja, aber noch faszinierend ist derjenige, der das da reingeschrieben hat. Und so ist das auch mit dieser, so kommt das letztendlich von Brahma. Er ist ja, sein Körper ist aus Intelligenz. Er ist der intelligenteste Schöpfergott. Und er bekommt das Wissen am Anbeginn der Schöpfung von Krishna. Krishna offenbart sich ihm und zeigt sich ihm und sagt ihm, vermittelt ihm dieses Wissen im Herzen. Offenbart heißt es, Tene Brahma Ridaya Adikavaya Muyanti Yatsurayaha, heißt es im ersten Vers des Srimad Bhagavatam. Und das heißt, das vedische Wissen wurde ihm im Herzen offenbart. Aber natürlich dann auch alle anderen Dinge. Im 3. Kanto gibt es eine Stelle, als Krishna zu Brahma, auch am Anbeginn seines Tages, zu ihm sagt, und nun schöpfe wieder, wie du es schon vorher gemacht hast. Ja, gib ihm das Wissen, erinnere dich, wie du es gemacht hast, wie ich dir schon mal gesagt habe, und nun geht's los. Ja, so. Die Schöpfung ist ein Indikator für ihren eigenen höheren Ursprung. Warum zeigen sie sich dann nicht noch mehr? Dann würde man ja ausgehen, wenn jetzt zum Beispiel so jemand ein Bild malt, dann macht er eine Unterschrift drunter. Ne? Ich habe das jetzt gemalt. Dann fragen sich die Wissenschaftler, ja, wenn da diese höheren Wesen existieren, wieso sieht man denn nicht, wieso zeigen sie sich nicht, wieso offenbaren sie sich nicht? Ne? Das wäre ja dann die Frage, wenn die wirklich sozusagen die Schöpfer sind. Was würde man denn auf diese Frage antworten? Wenn du in den Zoo gehst, bekommen die Tiere das mit, dass da oder ist ein Zoobesucher? Das ist unser, der hat uns hier reingegeben, der gibt uns Fressen und dies und jenes. Die haben ein sehr limitiertes Verständnis über diese anderen Lebewesen und ihre Handlungsweisen. So, der Mensch im Kali Yuga ist wie ein Zoobewohner. Und die Devas sind die ganze Zeit da, die wirken die ganze Zeit. Wie gesagt, die Schöpfung an sich ist ein Indikator für ihren eigenen höheren Ursprung. Aber der Mensch ist so gefallen, dass er es nicht sieht. Wir können es nicht wahrnehmen. Aber auch, muss man dazu sagen, im Kali Yuga ist der Mensch eben so unqualifiziert, dass die Devas selbst nicht erscheinen. In anderen Yugas erscheinen die Devas auf dieser Erde.
Und es ist ganz normal, dass die Menschen Austausch mit denen haben. Speziell die Führer der Menschheit, die Könige. In großen Opferzeremonien, Veranstaltungen werden ständig diese Devas eingeladen. Weil der Mensch eben auch zu den Devas gehört letztendlich. Ja, er ist Teil dieses kosmischen Dorfes. Und da gibt es natürlich Beziehungen. Aber im Kali Yuga ist der Mensch sehr unqualifiziert und sehr isoliert vom Rest sozusagen. Wir sind sozusagen in Quarantäne gestellt. Ja, die Devas wissen, okay, jetzt ist Kali Yuga für ein paar, es dauert nicht lang, nur 432.000 Jahre. Aus der höheren Sicht, das ist nicht lange. Hören Sie es extremst lange. Da können wir jetzt gerade nicht runter, da kann man nichts machen. Die sind einfach zu unqualifiziert, zu gefallen. Die müssen sozusagen ihr eigenes Schicksal gerade ausbaden. Weil es zu viele Lebewesen gibt, die sehr sündhaft leben wollen, dann gibt es eine Zeit, wo die das machen können. Ja. So, die Devas sind offensichtlich. Man muss nur das Bewusstsein haben, sie wahrzunehmen. Ja. So wie gesagt, wie im Zoo. So sind wir gerade Zoo-Bewohner. Auf der anderen Seite, im Kali-Yuga, weil wir so unqualifiziert sind, ist Krishna sehr barmherzig und schafft dieses goldene Zeitalter, die Sankirtan-Mission, dass wir in einem Kali-Yuga leben können wie im Satya-Yuga. Bewusstseinstechnisch. Ja. Man sieht das für Gottgeweihte. Wir sitzen hier, wir sind hier in Köln, Deutschland, im Kali-Yuga. Aber im Bewusstsein sind wir nicht hier. Unser Bewusstsein ist nicht hier. Je mehr wir uns dem Prozess des Krishna-Bewusstseins zuwenden, desto mehr leben wir in Goloka Vrindavan. Unabhängig von den äußeren Umständen. Das ist die Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu und sein goldenes Zeitalter, dass wir eigentlich nicht im Kali-Yuga leben. Prabhupada sagt es. Devotis leben nicht im Kali-Yuga. Prabhupada sagt sogar, die Devotis leben nicht in der materiellen Welt. Und er sagt, die materiellen Wirkungsweisen können sie nicht berühren. Wir sind vollkommen beschützt. Je mehr wir uns dem Prozess widmen, desto mehr leben wir in der spirituellen Welt. Krishna sagt das auch in der Bhagavad Gita. Mahatmanas tumang palta daivim prakritim ashrita pachantyananya manasuk yatva putatim avyayam. Er sagt, meine Geweihten, die mich immer verehren, sie leben daivim prakritim. Mahatmanas tumang palta daivim prakritim ashrita. Sie leben in der spirituellen Energie. Daivi prakriti. Sie leben in meiner inneren, meiner spirituellen, göttlichen Energie. Nicht in der materiellen Energie. Das ist interessant. Die Umstände ändern sich. Und je mehr wir Gottgeweihte werden, desto mehr bemerken wir das. Wie Krishna mit uns Hand in Hand geht. Wie Krishna uns eigentlich führt. Wie Krishna unseren Wagen lenkt. Wenn wir noch in Illusion sind, wir bekommen das nicht so mit. Aber je mehr wir aufwachen, desto mehr sehen wir, wie wirklich Krishna so barmherzig ist, dass er jeden Moment daran interessiert ist, uns zu helfen. Jeder Gottgeweihte weiß das. Auch Krishna hat schon wieder was gemacht. Das ist ja faszinierend. Haben wir ständig Erfahrungen. So Prabhupada hat das gesagt, Krishna ist immer da und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir sollen einfach nur Hare Krishna chanten, uns dem Prozess widmen. Das ist unsere einzige Aufgabe. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit. Grantarat Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gaur Brahmanande.